Boykott, Boykott, Boykott. Ich rufe auf zum Boykott. Jedenfalls werde ich einen einlegen. Ich kündige hiermit an, dass ich während der Fußball-Europameisterschaft bewusst auf alle Projekte verzichten werde, die sich dem Thema Fußball widmen. Nach meinen vielen Projekten der jüngsten Zeit, die sich Uli Hoeneß, Giovanni Trapattoni oder dem Fußball allgemein widmeten, verzichte ich während dieser Zeit darauf, irgendetwas zu spielen, das in irgendeiner Weise etwas mit dem Thema Fußball zu tun haben könnte. Das ist provokant, ausgleichend, alternativ, engagiert, verrückt oder einfach nur fair. Fairness spielt hoffentlich auch während dieses großen Fußballwettbewerbes eine entscheidende Rolle. Und diesem Wunsch möchte auch ich auf eine alternative Art nachkommen. Davor und danach werden die Titel regulär gespielt, so wie man es kennt. Aber während der Zeit der Fußball-EM gibt es stattdessen Boykott.